Ja, moin ihr Lieben, ich bin's Thorsten und ich möchte euch heute mal zeigen, wie man in dieses Bild nochmal Schnee nachträglich einbauen kann. Und zwar habe ich eine Flickr-Seite, dort habe ich ein Album, das nennt sich Fotoretusche und dort habe ich echten Schnee fotografiert. Wie man das Ganze macht, ist mal ein anderes Thema. Aber hier habe ich jetzt praktisch wirklich echten Schnee, also auch eigenen Schnee, ohne dass ich jetzt von Fremdleuten irgendwas stibitze. Möchte ich natürlich lieber meine eigenen Bilder benutzen. Und zwar dieses Bild möchte ich dafür verwenden. Gehe dann hier auf Download, lade es dann runter und ja, öffne dieses Bild mit Photoshop. Oder eben mit Affinity Photo, das ist der gleiche Vorgang. Ich öffne hier Photoshop, da haben wir schon das Bild. Jetzt brauchen wir nur aus dem Download-Ordner das gerade heruntergeladene Bild nehmen, legen das hier drüber und Photoshop legt uns hinter dieser oder über diese Hintergrundebene eine neue Ebene mit diesem neuen Bild. Ja, jetzt skalieren wir dieses Bild noch und zwar die Shift-Taste, damit wir die Proportion beibehalten, gedrückt halten und dann ziehe ich hier mein Schneebild auf, lege das hier drüber, schaue, dass wir überall so ein bisschen Schnee drin haben. Das gefällt mir ganz gut. Dann klicke ich hier oben in das Häkchen rein. Dann ist das Bild platziert und über unser Hintergrund. Ja, was ich jetzt noch mache, ist das Ganze ein bisschen weichzeichnen. Und zwar gehe ich auf Filter, Weichzeichnungsfilter, Gaussischer Weichzeichner, um eben hier so eine gewisse Tiefenunschärfe zu bekommen, die man ja auch tatsächlich hat. Wenn ich jetzt die Person scharf habe, möchte ich natürlich den Schnee nicht unbedingt scharf haben. Also gehe ich hier auf Radius 4, 4,3, 4,6. Ja, das gefällt mir so ganz gut. Klicke OK. Dann habe ich hier meinen Schnee unscharf und ich möchte ihn noch etwas anders gestalten. Dann benutze ich noch mal einen anderen Filter und zwar gehe ich hier auch auf Weichzeichnungsfilter und Bewegungsunschärfe. Hier könnt ihr jetzt in diesem Kreis den Winkel einstellen, von wo der Schnee kommen soll. Jetzt ist er gerade. Ich will ihn so leicht von rechts oben kommen. Ja, dann verändert sich das hier, den Winkel 55 Grad. Den Abstand kann man hier noch ändern. Wenn der Abstand größer wird, wird auch der Schnee länger. Die Schneeflocken, das möchte ich allerdings nicht. Aber so ein bisschen Bewegung möchte ich drin haben. So, das sieht ganz gut aus. Ja, das war es im Prinzip schon. Jetzt müssen wir nur noch den Blendmodus verändern. Und zwar steht da hier auf Normal. Und dort klicke ich rein und gehe auf negativ multiplizieren. Da wir ein Schwarz-Weiß-Bild haben, was über unserem Hintergrundbild liegt, wird praktisch schwarz transparent und weiß bleibt. Das werdet ihr jetzt sehen. Und jetzt haben wir nur noch den Schnee in unserem Bild, in unserem Hintergrundbild. Und ja, werde das jetzt noch mal ein bisschen nachbearbeiten. Und zwar lege ich hier noch mal eine Maske an, eine weiße Maske. Nehme hier einen schwarzen Pinsel mit Deckkraft 37, Fluss 37 und möchte aus den Gesichtern den Schnee weghaben. Und dann radiere ich den hier praktisch aus. Ihr müsst natürlich in dieser Maske sein und dann könnt ihr hier den Schnee aus dem Gesicht heraus malen, sodass das natürlich euer Hauptmotiv eben, also in dem Fall die Gesichter, nicht mit Schnee bedeckt sind oder mit Schneeflocken, was natürlich nicht gerade schön aussieht. Hier so am Hut, das kann bleiben, da auch, das sieht ja alles toll aus, oder hier an den Händen.
Die Gesichter sollten schon frei sein, ne? Oder hier auch die Ohren so. Ja, das war es im Prinzip schon. Ja, jetzt könnt ihr das Bild abspeichern und habt dann hier nachträglich Schnee eingebaut. Und sogar echten Schnee. Also es kann keiner sagen, hier der Schnee ist nicht echt. Also der Schnee ist schon echt, der war nur nicht an demselben Tag, an demselben Ort. Ja, das war es schon. Ich danke euch.